das erste Achtelfinale bei dieser Weltmeisterschaft Frankreich gegen Argentinien jetzt hier auf NL Nation. Es treffen zwei vermeintlich ebenbürtige Gegner aufeinander, aber nur vermeintlich. Denn während Frankreich durch seine Gruppe ganz einfach durchmarschiert ist mit 7 Punkten, hat Argentinien sich erst in letzter, aber wirklich letzter Sekunde gegen Nigeria für das Achtelfinale qualifiziert mit mageren 4 Punkten und mit einem Tor vom Innenverteidiger Marcos Rojo in der 86. Spielminute. Mal schauen, ob es heute für Argentinien besser läuft als in der Gruppenphase. Hier die Aufstellung: Hugo Lloris natürlich im Tor bei Frankreich. Verteidigung: Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, wie in der Gruppenphase, außer gegen Dänemark. Dann Mittelfeld wieder wie gewohnt. Also die Rotierung von Deschamps ist fertig, außer Fekir, der jetzt in Sturm für Giroud rückt. Bei Argentinien wieder Armani im Tor, der hat sich das redlich verdient. Innenverteidigung wie gewohnt. Dann wieder Banega, der hat gut gespielt gegen Nigeria. Und dann Messi und an seiner Seite tatsächlich Dybala und im Sturm Agüero für Higuain. Also, es ist alles angerichtet für ein super Spiel hier in der Kazan Arena. Wir sind schon in der 26. Spielminute, bis jetzt hier keine nennenswerten Szenen. Dann kommt Lionel Messi frei, er chippt und macht das 1:0 aus dem Nichts für Argentinien. Das ist ein Weltstar. 0 Sekunden von 0 auf 100 schalten und bereit sein und dann so einen Wahnsinns-Chip raushauen, das kann echt nur ein Messi oder ein Cristiano Ronaldo. Wäre schade, wenn es hier schon aufhören würde im Achtelfinale mit Messi-Skills. Aber auch Frankreich hat eine verdammt starke Truppe zusammen und ist noch nicht geschlagen. 37. Spielminute, Griezmann kommt zur Schussposition, aber zu ungefährlich. Kein Problem für Armani. Wenig später, 42. Spielminute, Matuidi frei auf der Seite, flankt auf Griezmann, der nimmt den Volley und der macht den Ausgleich. 1:1, 43. Spielminute. Antoine Griezmann, wer denn sonst? Der Stürmerstar von Atletico Madrid, klasse Volleyabnahme, aber Otamendi hat sich natürlich komplett verschätzt. Der müsste eigentlich viel näher an Griezmann dran sein. Dann, Nachspielzeit schon, Fekir. Zieht einfach mal ab, sieht ungefährlich aus, aber wir werden es gleich in der Zeitlupe sehen. Der war richtig knapp. Und dass Armani da gar nicht springt, ist schon etwas verwunderlich. Dann wieder Fekir, kommt in gute Schussposition, zieht ab und wieder klasse Rettungsaktion von Armani im Tor. Hat sich ja richtig gelohnt, Caballero rauszunehmen. Dann wenig später der Schock für Frankreich, Mbappé verletzt, muss ausgewechselt werden. Ist unglücklich mit Otamendi zusammengestoßen. Diagnose noch unbekannt. Für ihn kommt Ousmane Dembélé vom FC Barcelona. Wir sind schon in der zweiten Hälfte. 50. Spielminute. Conte macht ein Solo und zieht ab. Aber das war zu ungefährlich. Wenig später Dembélé mit einem super Pass auf Griezmann. Der rennt alleine vor Armani zu und macht das 2:1 für Frankreich. 43. Spielminute. Wieder der Stürmerstar. Doppelpacker. Richtig guter Abschluss, aber auch sehr gut in Szene gesetzt von Ousmane Dembélé. Und jetzt Argentinien unter Druck, Spiel gedreht durch Frankreich. Wenig später ein großer Bock von Kanté, die Baller kann schießen und in letzter Sekunde Riesenrettungsaktion von Raphael Varane, wie er da noch in den Schuss springt, ohne unfaire Mittel. Weltklasse, das findet auch Dembélé. Wenig später wieder Frankreich. Conte zieht ab. Conte! Und Traumtor! Traumtor durch N'Golo Conte. 67. Spielminute. Das sieht man nicht oft von ihm. Aber er kann es einfach. Aber auch verschätzt von Armani. Steht einfach zu weit vor seinem Kasten. Muss da eigentlich wahrscheinlich noch rankommen. Trotzdem klasse Schuss von Conte. Und dass er es einfach mal versucht. 3:1 für Frankreich. Argentinien jetzt unter Druck, macht aber lange nichts. 78. Spielminute, gute Position, aber wieder geklärt. Dann der darauffolgende Eckball, wieder Varane in letzter Sekunde vor Torhüter Lloris. Dann schon 86. Spielminute, wieder ein Schuss, wieder klasse Parade durch Hugo Lloris. Sieht schlecht aus für Argentinien, müssen jetzt noch 2 Tore in wenigen Minuten schießen. Wir sind schon in der 88. Spielminute.
Kopfball durch Taliafico, aber ans Außennetz geköpft und Loris wäre natürlich wahrscheinlich zur Stelle gewesen. Wenig später ist dann Schluss. Frankreich setzt sich verdient mit 3:1 durch. Argentinien, der Vize-Weltmeister, scheidet früh aus wegen Toren von Stürmerstar Antoine Griezmann. Lionel Messi hatte da nur ein Tor entgegenzusetzen. Das war's von mir hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, unbedingt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Zum Beispiel das nächste Orakel. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.